Was ist hier noch drin? Charisma vorübergehend, das ist ja klasse. Jetzt haben wir nochmal Geld erhalten. Jetzt können wir machen, knack den Code, dann gehen wir mal zur Grube, würde ich mal sagen. Teleportieren uns mal da runter. Guten Tag alle zusammen. Jungens, Mädels. Und dann müssen wir zu einem ganz gewissen Herrn hin. Und bevor ich den finde, geht erstmal wieder ganz die Zeit. Okay, muss mal gucken, wer von den Typen so süchtig redet. Das alberne Gesch... Okay, es ist viel zu hell. Okay, dann lassen wir... Ach, Mann, kauen, Katze. Hey, das hat wehgetan. Wie konnte das denn passieren? So, dann springen wir mal hier rüber. So, und das wäre das Brutgehege da drüben. Da gehe ich aber nicht rein. Armlos, nur ein Katze. Ihr verbrennt. Ach, wirklich, danke für den Tipp. Ich glaube, meine Leute spüren das nicht, sonst würdest du mir das nicht sagen, Spiel. Gut. Schlechter Sarkasmus ist schlecht, ich weiß. Du einmal. Und dann machen wir direkt erst was Brutgehege. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir haben so viele Aufgaben, die wir machen können. Nee, ich habe Angst, wenn ich das Brutgehege mache, dann auszusehen gleich schon die nächste Mission mit abgebe. Und dass dann alles verkackt ist. Das will ich ehrlich gesagt vermeiden. So, okay, gucken wir uns mal die ganzen Häuser an. Hier wohnen auch keine Leute. Das ist richtig. Da, die werden hier erst noch wohnen. Das sind die vier Häuser der derben Aufgaben, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Die vier Häuser der derben Aufgaben. Aber da kommen wir, wie gesagt, erst später zu den vier Häusern der derben Aufgaben. Ein alter Vampir. Das könnte ein Problem werden. Die können wir erkennen, seht ihr? Wir sind schon ziemlich gut in Monsterkunde, dass wir sowas erkennen können. Alter Vampir, 374 Lebenspunkte. Mächtig, mächtig, muss man schon sagen. Also so schnell kriege ich so einen nicht tot. Geschlossen. Geschlossen, okay, das reicht mir jetzt. Machen wir das mal alles wieder aus. Regeneration hält noch ein bisschen, ja, das dachte ich mir. Aber mal hier als Anfang. Ich mag die Müsste auszusehen, die Musik jetzt. Braucht ihr ein bisschen, also. Oh Gott. Also. Oh Gott. Also. Oh Gott. Also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel zu meinem Geld. Oh, wenigstens konnte ich das alles bezahlen. Das ist das Wichtigste. So. Nochmal ein auf Geistesmagie. Und. Bogen machen wir dich besser und mit deiner Kette machen wir dich besser, damit du ein bisschen mehr mit deiner Rüstung anfangen kannst. Hier achten wir auf Wassermagie. Ja, Wassermagie. Das wird jetzt das nächste Wichtigste für mich sein. Bogen machen wir dich ein bisschen höher. Die Musik, ne? Wunderschön. So, Bogen machen wir dich auch nochmal ein bisschen besser. Wir machen nämlich... Wieso mache ich den Bogen eigentlich besser? Bogen benutze ich fast gar nicht. Ich gehe immer eigentlich nur kloppen. Naja. So, Steven Sandel. Euer Gold ist bei uns sicher. Das ist aber schön, dass er da sicher ist. Da muss ich mir keine Sorgen machen. So, das ist nicht der Land der derben vier Aufgaben. Das ist einfach nur das Land der süchtigen Archibald. Ja. So, was ist hier noch? Ninja. So, gut gemacht. Niemand kann behaupten, es gäbe etwas wichtiger, als ein Ziel zu erreichen, ohne dabei Schwäche und Feigheit zu verteidigen. Ich ernenne hiermit alle Initiierten zu Ninja-Meisen und alle ungläubigen Initiierten zu Ninjas. Ach ja, behaltet ruhig eure kleine Beute aus der Gruft. Schließlich war das Ganze ja nur eine Übung. Okay. War klar, dass ich mich gleich schon wieder ausbilden gehen kann. Aber ich kein Geld habe. Ich habe kein Geld. Kein Geld. Okay, darf ich bleiben. Es ist nur Geld. Es ist nur Geld. Sollte nicht durchdrehen, deshalb nur, weil es um Geld geht. Um Geld, meine ich, es geht um Geld. Okay, Geld. Okay. Oh Mann, ey, das Spiel. Okay, ich gehe mal weiter gucken, was ich noch unter dem Aufgaben habe. Ich glaube, das nächste geht doch nach Elfli. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe nach Elfli, ja. Das ist nur eine ganz nette Aufgabe, da kann man ganz Geld kriegen. Okay, ab nach Elfli. Hier teleportieren. Und dann. Richtung irgendwo anders hingehen. In der Grube kann man nicht fliegen, da habe ich kein Fliegen gebraucht, deshalb habe ich kein Fliegen anders. Fliegen an, so, tschüss. Ah, schön. Ja, gehen wir mal hier hin, ne? Ist ja ganz schön hier, muss ich das schon sagen. Ganz nett dagegen hier. Ja. Ach ja, übrigens, seitdem wir das magische Auge auf dem Meister haben, zeigt es uns verschiedene interessante Orte oder Gegenstände auch. Und auf Großmeister kostet es keine Zauberpunkte, das ist doch totaler Schwachsinn, der eine Zauberpunkt oder nicht. Ist... Kennt ihr Waldbrand? Wollt ihr Waldbrand sehen? Sieht ungefähr so aus. Ja! Waldbrand, tot. Ich bin ein trauriger Baum. Okay, sehr gut. Das sind ja viele traurige Bäume hier in der Klatsch. Diese heißen ja nicht alle nur Bäume. Sollte einfach sein. Kleine Bäume, große Bäume. Sollte einfach sein. Kleine Bäume. Kein Problem. Ja, okay, den töten wir einfach mal, tot. Okay, ich dachte, ich töte mal einfach mal wie ein Baum. Du guckst dich böse an, ich töte dich auch nochmal. Das war zu einfach. Tot. Okay, ab nach Elfli. Und dann holen wir uns den blöden Bogen, würde ich mal sagen. Das macht nämlich Spaß, sowas. Sowas zu tun.
So, einmal Markus Augan. Einmal. Aber ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen. Also, wenn ihr über komische Geräusche hört, dann liegt es daran, dass mein Hals einfach völlig im Arsch ist. Dafür entschuldige ich mich nochmal. So, ihr wisst natürlich gar nicht, wo diese. Ich glaube, wenn ich an Might & Magic 7 denke, dann ist das eine der Sachen, wo ich am meisten, am schnellsten dran denken muss. Also wirklich an so die ersten Schlüsselpunkte, wo ich sage, das erinnert mich an Might & Magic 7. Und das wäre diese Burg hier. Genau diese Burg hier. Mit den ganzen Nymphen drumherum und Wasserelementaren und. Damit ihr mal seht, wie viel die stark die sind. 237 hat so ein Wasserelementar, es gibt Nymphen, es gibt auch Sylphen und so ein Kram. Das kann uns aber alles kackegal sein. Wir müssen da jetzt reingehen, ohne Aufmerksamkeit zu erwecken. Und dafür sollten wir erstmal ein bisschen regnen lassen, damit die uns mal ein bisschen Ruhe lassen. So, ich verstecke mich einfach hier. Und dann mache ich mich unsichtbar. So wie dazu, seht ihr, wir sind unsichtbar. Und dann geht die Party da auch ab. Das ist natürlich cool. Aber was steht da? Zauber 10 Minuten pro Fähigkeitswert. Die Fähigkeitswerte, ihr werdet es wahrscheinlich schon bemerkt haben, die Fähigkeitswerte werden ab dem Meisterrang ab nur gezählt. Nicht so, nicht nur ab Dingens hier, also ab der 1, sondern es wird ab dem Grad gezählt, ab dem man Meister werden konnte. In dem Fall ist Unsichtbarkeit am Meisterzauberspruch, heißt, das wird ab 7 Fähigkeitspunkt gezählt. 7 ist also sozusagen der erste Fähigkeitspunkt. Heißt, in dem Sinne haben wir für Unsichtbarkeit 3 Fähigkeitspunkte. Heißt, deshalb kriegen wir jeweils immer 10 Minuten dazu, damit ihr das einmal versteht. So, ab rein dann die Titanfestung. Titanfestung, was sollt ihr darüber wissen? Da wird ja wohl zumindest Gold drin sein. Ihr werdet hier die größten Gegner im ganzen Spiel sehen. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ihr seht sie jetzt. Nicht? Okay. Ihr werdet sie gleich sehen. Keine Sorge. Ich glaube, die tauchen auch gleich erst vor der Nase auf. Ich weiß es nicht mehr. So, und hier hätten wir einmal eine ganze Armee von Drachen, die ich euch präsentieren möchte. Willkommen. Nie gesehen. Nie gesehen. Ja, hier sind ein paar Drachen. Unbedingt. Sind nett, ne? Also, man merkt schon. Hab ich noch nie gesehen. Rote Drachen, blaue Drachen. Und viel Geld. Deshalb mag ich diese Mission auch machen, weil man hier viel Geld findet. Aber wie gesagt, nur weil sie groß sind, heißt es nicht, dass sie euch schneller bemerken. Ihr könnt trotzdem genauso nah an ihr vorbeilaufen, wie mit jedem anderen Gegner auch fast. Das Einzige, was sie ausmacht, ist... Oh Gott. Und da sind Titanen. Da. Nie gesehen. Das sind Titanen, die können wir, wie gesagt, alle nicht töten, weil die viel zu stark sind. Ja. Wir versuchen einfach alles zu ignorieren. Ihr solltet möglichst schnell durchlaufen und immer gucken, dass ihr irgendwo Platz findet, wo ihr durchrennen könnt. Geld, Geld. Ich speichere mal ab, bevor ich diese Kisten hier öffne. Schon entschärft. Hat geklappt. Sehr gut. Ah. Einmal einen geilen Bogen gefunden. Sehr gut. Frag jemand anderes. Ah. Ja, wir finden hier sehr, sehr geile Sachen. Natürlich nehmen wir das als. Mit der mag ich diese Mission so gerne machen. Weil wir hier extrem coole Sachen finden. Ja, den wechseln wir gegen den durch auf. Ganz eindeutig. So. Sehr geil. Und einen sehr geilen Bogen. An wen gebe ich den immer weiter? Ich habe, glaube ich, relativ viele gute Bögen. Oder hier. Unser Freund hat noch nicht so einen guten Bogen. Na denn. Dann gebe ich dir den einfach mal. Dann gebe ich dir den einfach mal. Du hast den. Will ich nicht, verdammt. Ja, macht ja nichts. Ich mach dir das auch nicht zum Vorwurf, oder? Nichts Besonderes. Eine Trefferpunkte-Rüstung. Nichts Besonderes. Wir können die Sachen auf jeden Fall sehr gut verkaufen. Das sowieso. Und daher gerne, gerne. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nichts Besonderes. Und Heldenklinge. Also das sind alles Sachen. Ist dann zwei Hände, aber ich lasse nicht so viel Geld damit machen in der Welt. Schon entschärft. Geld, Geld, Geld! Alter, ich. Oh Gott. Traum. Ich glaube, damit können wir uns sogar die nächsten Sachen wieder finanzieren, die wir vorhaben. Oh, schön. Genau die richtige Entscheidung gewesen, hier dann hinzugehen. So, kann ich hier einmal neue Unsichtbarkeit zaubern? Lor, lor. Okay, ich höre lor, lor hinter mir. Okay, nochmal dann. Ohne dass Gegner in der Nähe sind. So weit gewesen in der Nähe. Seht ihr, das passiert mit einem, wenn sie einen angreifen? Man ist sofort tot. Die sind dann sympathisch, ne? Finde ich auch. Immer so eine Sache. Ah, hier sind die Drachen in der Nähe. Ich meine, man könnte auch die Drachen versuchen zu töten. Das ist es nicht. Ne? Aber sie sind einfach verdammt stark. So wie da. Oh Gott, ich kriege ein Problem, Leute. Ich kriege ein Problem. Schon entschärft. Aber solange nehmen wir noch das ganze Geld mit, das wir hinten finden können. Ne? Alles mit nochmal. Okay. Das können wir gleich. Schon entschärft. Wir machen das irgendwie. Nichts Besonderes. Kommen wir raus. Ich verspreche es euch. Wir kommen hier leider noch irgendwie raus. Wenn er Schaden durch ertrinken. Nichts Besonderes. Das sind toll. Nichts Besonderes. Oh Gott, nichts Besonderes. Wir kriegen auf jeden Fall. Wow. Ich hätte diese Rüstung gerne. Ich hätte diese Rüstung gerne. Ich hätte diese Rüstung so gerne. Oh Gott.
Ich hätte diese Rüstung so gerne.